Ja, einen Wert ausrechnen ist schön und gut, aber das ist vielleicht gar nicht das, was wir wollen, sondern jetzt wollen wir eben eine ganze Kennlinie darstellen. Und eine Kennlinie setzt ja mal voraus, dass wir wirklich ein Diagramm bauen. Das heißt, wir brauchen eine Variable, eine Größe, die wir quasi variabel laufen lassen und damit eine andere Größe ausrechnen. In meinem Beispiel wäre jetzt die erste Kennlinie, die ich mal darstellen möchte, die Ausgangsspannung in Abhängigkeit der Eingangsspannung. Das heißt, wir gucken uns UA auf der Y-Achse an und UE auf der X-Achse. UE ist damit unsere Variable und das heißt, was wir hier oben für UE angegeben haben, ist jetzt erstmal hinfällig. Wir benutzen dieses R1 und dieses R2, wollen jetzt aber UE mal flexibel laufen lassen. Das heißt, wir wollen vielleicht sowas machen wie ja, UE im Bereich von, ich sag mal, 0 bis 10 Volt laufen lassen. Dafür mache ich mir erstmal eine Spalte, wo UE drin steht. Wieder UE in Volt, weil er kann ja nicht mit Einheiten operieren. Und jetzt sagen wir mal, wir fangen bei 0 Volt an. Der nächste Wert ist jetzt beispielsweise mal 1 Volt. Und man sieht, hier ist eine Autovervollständigung aktiv. Das ist eine Standardeinstellung von LibreOffice. Ich finde die ehrlich gesagt unpraktisch. Ich mache die relativ schnell immer wieder aus. Aber die ist jetzt noch an. Wenn wir das nicht haben wollen, machen wir einfach eine Leertaste oder irgendwas, dann passiert das auch nicht mehr und ist weg. Das heißt, wir haben jetzt 0 Volt, 1 Volt und jetzt können wir vielleicht hingehen und sagen, wir möchten jetzt ja, 2 Volt, 3 Volt, 4 Volt. Das können wir natürlich so machen. Ups, nein, so nicht. Das können wir vielleicht einer 2 machen und die Autovervollständigung aus und einer 3 machen und die Autovervollständigung aus und so weiter und so fort. Das Ganze wird ziemlich lästig, wenn wir jetzt 100 Einträge machen wollen. Das geht deutlich einfacher. Und zwar geht das wie folgt. Die lösche ich nochmal mit Entfernen. Wenn ich schon eine 0 und 1 geschrieben habe und ich markiere die, dann kann ich die Zelle hier unten an diesem kleinen Quadrat, ich glaube, das erkennt man, dass hier unten so ein kleines Quadrat ist, anfassen. Dann wird auch der Cursor zum Kreuz und kann quasi runterziehen. Und wenn ich runterziehe, sieht man schon, dass er hier automatisch jetzt die Zeilen füllt mit Werten. Hier unten sehen wir schon, was ich später mal vorhabe. Und so können wir ganz einfach ja, eben Einträge machen von 0 bis 10. Das Ganze funktioniert übrigens auch, wenn wir mit 0 und ich sag mal 2 anfangen. Wenn wir die jetzt markieren, dann weiß er damit sofort, dass er bitte in Zweierschritten hochlaufen soll. Das heißt, wir könnten 0 bis 20 auch so herstellen. Und das Ganze funktioniert auch weiter, wenn wir jetzt, sag ich mal, 0 und 5 machen. Markieren das und ziehen runter, dann geht er jetzt in Fünfer-Schritten nach oben. Das ist eigentlich eine sehr praktische Funktion. So, das ist unsere Variable. Und was wir jetzt machen wollen, und ich setze es nochmal schön hier in die Mitte, was wir jetzt machen wollen, ist die Ausgangsspannung ausrechnen. Das heißt, wir wollen uns UA angucken, auch in Volt. Und anstatt jetzt ja eben händisch zu rechnen, wollen wir das von Kalk machen lassen. Das heißt, das funktioniert jetzt erstmal ähnlich wie eben. Und zwar gehen wir jetzt hin und sagen, okay, wir möchten rechnen, also einmal Gleichheitszeichen. Und jetzt müssen wir diese Formel eintippen. Und jetzt wollen wir quasi eine Wertetabelle erstellen, wie wir sie auch normalerweise per Hand erstellen, wenn wir irgendwas an Graphen zeichnen müssen. Das heißt, wir wollen einen Wert für die Eingangsspannung nehmen. Das wäre jetzt hier die 0. Die wollen wir multiplizieren mit R2 durch R1 plus R2, also das gleiche wie eben. Wir wollen das multiplizieren mit diesem Wert und das Ganze teilen durch R1 plus R2, also diesem hier plus diesem hier. Und Überraschung, wir kriegen 0 raus. Das ist ja einigermaßen logisch. Wenn ich an den Spannungsteiler keine Spannung anlege, kriege ich auch 0 Volt hinten raus. Das ist ja erstmal plausibel. Und jetzt kommt eigentlich ein Riesenvorteil oder was eben sehr schön ist, sowohl in Excel als auch in Calc. Ich kann jetzt diese Formel genauso runterziehen und kopieren, wie ich das mit den Zahlen auch machen konnte. Das heißt, ich kann es hingehen, diese Formel hier in die nächsten Zellen kopieren. Und wenn ich das mal mache, passiert Folgendes. Es entstehen so Einträge, mit denen man nicht gerechnet hat. Und zwar steht hier eine 0. Und das ist erstmal seltsam. Also wenn ich hier 1 Volt einsetze, dann steht hier 1 Volt mal irgendwas. Das kann eigentlich nicht 0 sein. Das heißt, hier muss Unsinn entstehen. Der dritte Eintrag ist noch viel sinnbefreiter. Das versteht man nun erstmal überhaupt nicht mehr. Das ist übrigens ein Hinweis darauf, dass an irgendeiner Stelle versucht wird, euch durch 0 zu teilen.
wir zwingen gerade LibreOffice dazu, irgendwie ja eben eine Division durch 0 zu machen, was er halt nicht kann. Und wenn er das nicht kann, schreit er einmal panisch, oh, Division durch 0 kann ich nicht. Das heißt, hier ist jetzt irgendwas schiefgegangen. Was hier schiefgegangen ist, sieht man, wenn man mal reinguckt, was jetzt in dieser Zelle drin steht. Da steht Folgendes. Ich mache mal einen Doppelklick, dann sieht man es besser. Da steht, nehmen wir A13, also diesen Wert für die Eingangsspannung, das ist ja richtig. Multiplizieren mit D7, das heißt, einem Wert, der ist nicht da, da steht gar nichts drin in D7, aus irgendwelchen Gründen. Und teile durch D6 plus D7, also R2 plus irgendwie gar nichts. Das heißt, das ist nicht das, was wir wollten. Warum hier jetzt 0 rauskommt, ist auch zu erklären, weil D7 leer ist. Und wenn immer er eine leere Zelle hat, wo nichts drin steht, interpretiert er die erstmal als 0. Das heißt, für ihn steht hier gerade A13 mal 0 geteilt durch irgendwas. Und irgendwas mal 0 ist halt 0 und deswegen kommt hier 0 raus. Erklärt dann auch die nächste Zeile, denn wenn man hier mal reinguckt, dann sieht man, dass er jetzt A14 nimmt, was richtig ist, mit D8 multipliziert. Das ist dieser Wert hier, da steht nichts drin, also multipliziert mit 0 und teilt jetzt durch D7 plus D8, also durch diesen plus dem. Hier steht nichts drin, da steht nichts drin, ist für ihn also 0. 0 plus 0 ist 0 und er teilt durch 0 plus 0. Also er teilt durch 0 und sagt, Hilfe kann ich nicht. Und so setzt sich das Spielchen jetzt fort. Also kommt die erste wichtige Funktion oder ein erster wirklich relevanter Teil. Und zwar können wir etwas machen, das nennt sich Zellen fixieren. Wenn wir dieses Kopieren hier nach unten machen mit dem Ziehen, dann passiert offensichtlich Folgendes. Das, was in dieser Zeile beispielsweise 5 und 6 war, wie man hier oben sieht, wird in der nächsten Zeile 6 und 7, in der Zeile danach 7 und 8, 9 und 10 und so weiter. Das heißt, wenn ich eine Zeile nach unten springe, dann erhöht er auch die Zeilenzahl entsprechend. Das ist eigentlich eine sehr sinnvolle Sache, dass er das tut. Denn wir wollen ja zum Beispiel hier auch durchlaufen. Allerdings macht das natürlich Probleme, wenn ich hier irgendeine Konstante stehen habe, die irgendwo in diesem Dokument fest sein soll. Also müssen wir jetzt irgendwas tun. Der Trick hier ist, eine sogenannte Zeilenfixierung vorzunehmen. Und zwar funktioniert das wie folgt. Wir möchten mir jetzt quasi sagen, wenn ich die Formel nach unten kopiere, dann sorgt bitte durchaus dafür, dass aus A12 hier A13 wird, hier A14, hier A15 und so weiter. Das ist in Ordnung. Sorgt aber bitte gleichermaßen dafür, dass sich D6 nicht ändert. Also, dass die sechste Zeile die sechste Zeile bleibt. Also, da soll hier D6 stehen, da D6 stehen, da D6 stehen, da D6 stehen. Das Ganze können wir erreichen, indem wir ein Dollarzeichen vor die Zeilenzahl machen. Wenn wir das tun, heißt das für ihn, nimmt Zelle D6. Und wenn ich jetzt die Formel irgendwo hin kopiere, dann soll D Zeile 6 auch D Zeile 6 bleiben. Das ist das, was wir wollen. Das mache ich jetzt hier auch mal, denn auch hier soll das natürlich passieren. Und auch hier. So, und wenn ich das jetzt so eintippe und ziehe gleich nach unten, dann wird sich an D6 und D5 nichts ändern. Das heißt, die bleiben konstant und mit A12 läuft er hier durch diese Zeilen durch. So, einmal Enter gedrückt, 0 bleibt 0, ist in Ordnung. Und jetzt mal runterziehen. Dann sehen wir, jetzt rechnet er Werte aus, die ein bisschen plausibler wirken. Was wir erkennen können, ist, 0 bleibt 0, ist in Ordnung. Und es wird mehr. Naja, das denke ich reicht erstmal. Vielleicht ein kleiner Test. Und zwar, wenn wir einen Spannungsteiler nehmen, der hier 10 Kilo Ohm hat und hier 10 Kilo Ohm, also ein 1:1 Spannungsteiler, muss immer genau die Hälfte der Spannung hinten rauskommen. Das können wir einmal testen, indem wir hier auch mal 10 Kilo Ohm vorgeben. Und wir sehen, er rechnet alles sofort automatisch durch. Und was da rauskommt, ist einigermaßen plausibel. 0 gibt 0, 1 gibt 0,5, also genau die Hälfte, 2 gibt 1, auch die Hälfte und so weiter. Das heißt, was er hier jetzt ausrechnet, scheint richtig zu sein. Ich mache mal wieder 20 Kilo Ohm da draus und so. Und jetzt sieht man schon, wie schnell man hiermit eigentlich rumspielen kann. Ich könnte auch, was weiß ich, mal 40 nehmen. Vielleicht ist das schön. Ja. Also wir können jetzt hier jederzeit was ändern und in Echtzeit rechnet der das für uns aus. Das ist doch eigentlich auch sehr nett. Ich lasse jetzt mal 40 Kilo Ohm testweise stehen. Wir sehen übrigens auch hier, dass er hier neu gerechnet hat. Ne? Also das ist unser Wert von eben. Auch den rechnet er komplett in Echtzeit aus.
Bleiben wir mal bei 40, das macht schönere Zahlen. Und auch das möchte ich jetzt wieder einigermaßen schön haben. Das heißt, auch hier setze ich wieder eine Umrandung drum. Auch das setze ich wieder in die Mitte, damit man es vernünftig sehen kann. Und so haben wir schon mal eine ganz ordentliche Wertetabelle. Gut.